guess it's true, I'm not good at understanding. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. 4 perfekte Tage. Warst du schon mal in New York? Mhm. Ist der Wahnsinn. Nur auf den Jetlag könnte ich verzichten, echt. Schon mal drüber nachgedacht, von hier wegzuziehen? Hm? Eva. Sie hat heute ihren letzten Tag in der Klinik. Und du hast ihr noch keine Antwort gegeben. Keine Ahnung. Einerseits verbindet uns so viel und auf der anderen Seite denke ich manchmal, wir leben auf 2 verschiedenen Planeten. Ach. Warten Sie. Ich helfe Ihnen. Na klar. Vielleicht ist Berlin aber auch genau das, was eure Beziehung jetzt braucht. Neue Stadt, neues Glück, neue Kollegen. Ja, vielleicht. Oh, der hat aber ganz schön getankt, wa? Ja. Hey, hey, hey. Nee, nee, nee. Jonas, pass auf. Peter 21 für 21.10, Anton. Peter 21 gehört. Hey, was ist denn los? Schickt uns mal ein RTW an den Fischmarkt. Haben Sie Schmerzen? Geht raus. Peter 21, Ende. Ganz schön schnell und der Druck ist mau. Er ist desorientiert und wirr. Kann ein Delir sein oder eine Vergiftung. Okay, wir können. Was liegt an? Moin allerseits. Wir bringen einen 24-jährigen Patienten mit schlechtem Allgemeinzustand. Kein AB-Problem. Druck ist aber bei 80. Okay. Tachykard um 130. Okay. Seitengleich sehr weite Pupillen. Schleimhäute sind trocken. Jetzt hat er Atropin gekriegt. Anamnestisch keine Vorerkrankung. Alles klar. Ich wiederhole nochmal. 24-jähriger Patient mit schlechtem AZ. Druck bei 80. Tachykard bei 130. Sehr weite seitengleiche Pupillen. Hat er getrunken? Er riecht nach Kaffee. Okay, wir heben ihn erstmal rüber. Können Sie mich hören? Strafe Gottes. Hat er vorhin schon gesagt. Niemand will Sie hier bestrafen. Ich bin Dr. Jonas. Wie heißen Sie? Malte Hinrichs. Okay, auf 3. 1, 2, 3 und rüber. Ja, Sachen für meine Reise. Ja, keine Sorge, da kümmern sich die Kollegen drum. Haben Sie Drogen genommen? Der Blutdruck sinkt weiter. Okay, wir brauchen einen Noradrenalin-Perfusor. Was haben Sie gegessen oder getrunken, Herr Hinrichs? Nur Kaffee. Nur Kaffee? Könnte ein Anticholinergesyndrom sein. Anticholium aufziehen und eine Magenspülung vorbereiten. Er heißt Malte Hinrichs. Im Moment deutet alles auf eine Vergiftung hin. Aus Versehen oder mit Absicht? Du meinst einen Selbstmordversuch? Nur so ein Gedanke. Immerhin ist er direkt aus Wasser zugetockelt. Er sprach von einer Reise. Die letzte Reise nimmst du keine T-Shirts und Turnschuhe mit. Vielleicht ist irgendwas in seinem Café. Ja, nicht anfassen, bitte. Ja, ich meine, das ist das Einzige, was er heute Morgen zu sich genommen hat. Ich werde meinen Eilauftrag ins Labor schicken. Wir müssen unbedingt herausfinden, welche Substanz Malte Hinrichs vergiftet hat. Das war in seiner Jacke. Auf dem Handy ruft er zum dritten Mal ein Physio an. Portemonnaie, Ausweis mit Meldeadresse und dieses Privatrezept. Dr. Bella, Arzt und Psychotherapeut. Ausgestellt letzte Woche. Trimipramin, das ist ein Antidepressivum. Okay. Ich rufe mal seinen Therapeuten an. Vielleicht kann er mir mehr über das Medikament sagen oder was er sonst noch nimmt. Geht nicht ran. Wir fahren bei Dr. Bella vorbei. Vielleicht ist er ja da. Ja, und gebt ihm meine Nummer bitte, ja? Machen wir. Und wir schicken auch Kollegen an der Meldeadresse vorbei. Und die Kollegen sollen die Medikamente notieren.
willst die Wohnung deiner Eltern ganz alleine renovieren. Das ganze Wochenende. Das ist ein Riesenaufriss. Aber wir müssen vermieten, damit wir das Pflegeapartment finanzieren können. Naja, aber mit einer großen Truppe ginge das zack, zack. Das kannst du auch keinem antun. Das ganze Wochenende vermiesen. Ja, bitte? Wir würden gerne mit Dr. Bella sprechen. Worum geht's denn? Das würden wir gerne mit ihm persönlich bereden. Dr. Ernst Bella, Sie wollten mich sprechen. Ja, es geht um einen Ihrer Patienten. Sie sind Mitglieder dieser Gemeinde hier? Ich bin Arzt und der geistliche Führer hier, ja. Malte Hinrichs, ist das Ihr Patient? Ist was passiert? Hat er einen Unfall? Und Sie sind? Seine Verlobte. Herr Hinrichs wurde mit Vergiftungserscheinung ins Krankenhaus eingeliefert. Ist er in Lebensgefahr? Über seinen genauen Zustand wird Sie die behandelnde Ärztin Frau Dr. Jonas informieren. Und die bräuchte auch dringend Informationen über seine Medikamente. Würden Sie sie gleich anrufen? Selbstverständlich, ja. Jutta, Malte ist im Krankenhaus. Dr. Jonas, hallo. Mein Kollege Freiberg, Aslan. Ist was passiert? Gehören Sie zur Familie von Malte Hinrichs? Malte Hinrichs ist mein Bruder, ja. Was ist los? Ist deine Mutter da? Nee. Dein Vater? Der ist schon gestorben. Was ist mit Malte? Er liegt mit Vergiftungserscheinungen im Krankenhaus. Wir müssen uns einmal im Haus umsehen, alle Medikamente prüfen. Dürfen wir? Aber Schuhe ausziehen. Wir sind nicht so die Schuhauszieher. Wir müssen einsatzbereit bleiben. Der Laborbericht ist da. Wir haben in seinem Kaffee eine hohe Dosis Doxepin gefunden. Lebensgefährlich hoch. Können wir mit ihm sprechen? Ja, aber bitte nur kurz. Er muss sich noch schonen. Okay. Dr. Jonas? Ja? Bella, ich bin Malte Hinrichs Arzt. Ich bin Maltes Mutter. Und ich seine Verlobte. Wie geht's ihm? Ja, er ist soweit stabil. Doxepin? Ja. Das habe ich ihm nicht verschrieben. Glauben Sie an Suizidversuch? In diesem Fall würde ich ihn gerne in die Psychiatrie verlegen lassen. Das wird nicht nötig sein. Er hat ja mich und die Gemeinde. Halten Sie ihn denn für selbstmordgefährdet? Er ist bei mir in psychotherapeutischer Behandlung, aus guten Gründen. Aber dass er sich vergiftet, nein, das glaube ich nicht. In dem Café fanden sich Reste eines Wirkstoffs, der gegen Schlaflosigkeit hilft. In hoher Dosis. In Kombination mit Ihrem Medikament kann das tödlich sein. Jemand hat Sie vergiftet. Haben Sie vielleicht eine Idee, wie der Wirkstoff in Ihren Kaffee gekommen ist? Keine Ahnung.
Wohnen Sie alleine? Nee, mit meiner Mutter und meinem Bruder. Aber als ich den Kaffee gemacht habe, war ich allein zu Hause. Wann war das genau? Viertel nach acht. Lars war schon auf dem Weg zur Schule und Laura hat Mama abgeholt und ist zur Kirche. Und ich bin dann um halb neun los mit dem Kaffee. Und haben Sie dann auch gleich davon getrunken? Nee, er ist unterwegs. Wer hat denn alles einen Schlüssel zu Ihrem Haus? Meine Familie. Gibt es eine Kellertür, die manchmal offen steht, oder ein Fenster? Die Terrassentür stand kurz auf. Ich habe noch mal telefoniert und bin dazu in den Garten. Der Becher stand drin auf dem Tisch in der Küche. Wo wollen Sie denn heute Morgen hin? Wie? Die Reisetasche? Ich wollte Freunde in Köln besuchen. Gut, Herr Hinrichs, wir kommen später noch mal vorbei. Gute Besserung erstmal. Junge, was machst du denn für Sachen? Alles gut. Frau Hinrichs, ist Ihnen nicht gut? Nur die Aufregung. Es geht schon wieder. Meins, beruhig dich doch erstmal. Komm, geh nach Hause, ist alles gut. Leg dich ein bisschen hin, okay? Kommen Sie, Frau Hinrichs, raus an die frische Luft. Haben Sie heute schon was gegessen? Ja. Aber ich darf ein bisschen bleiben. In Gesundheit und in Krankheit. So heißt es doch im Eheversprechen. Okay, wie heißt das? Ich habe hier ein Präparat mit dem Wirkstoff Doxepin. Verstanden. Schön aufgeräumt bei euch. Ist dein Bruder gläubig? Du redest nicht gerne, hä? Sie haben die Substanz gefunden. Und, was ist es? Der Wirkstoff heißt Doxepin. Weißt du, wem dieses Schlafmittel hier gehört? Okay, wir müssten uns noch einmal in der Küche umschauen, ja? Was genau wollte die Polizei eigentlich von dir? Jemand hat mich vergiftet. Klingt verrückt. Meinst du nicht, es war ein Versehen? Du hattest es eilig, hast deine Medikamente falsch dosiert? Irgendjemand hat mir was in meinen Kaffee getan. Heute habe ich das Brautkleid fertig genäht. Es ist wunderschön. Ist auch echt noch ein bisschen übel. Störe ich? Jutta fragt, ob du sie nach Hause fahren möchtest. Das war knapp, Junge. Was machen Sie da? Spuren sichern. Was suchen Sie denn? Jemand hat deinem Bruder etwas in den Kaffee getan und das wäre fast tödlich ausgegangen. Wird er denn wieder gesund? Hey, Kopf hoch, ja? Es wird alles gut. Also Fußabdrücke sind hier keine. Die sind bei dem Wetter aber auch schnell wieder verschwunden. Und über den Zaun kannst du easy springen. Sieh zu, dass du schnell auf die Beine kommst. Und dann ab nach Hause und zur Familie. Ja, und jetzt nicht gut. Ich spüre es schon.
Aber du kennst den Weg der Heilung. Und du bist nicht allein. Lass uns beten, mein Lieber. Herr, deine Liebe ist kostbar. Halte deine schützende Hand über uns. Wir bitten, heile uns. Heile uns. Denn du bist größer als die Sünde und stärker als das Gift. Amen. Lieber Gott, bitte beschütze auch Mama, Laura und Lars. Amen. Spüre, woher die Ruhe kommt. Und woher das Chaos, Malte. Hallo, was kann ich für Sie tun? Ich würde gern zu Malte Hinrichs. Sind Sie ein Verwandter? Ja, sozusagen. Ich habe gehört, er wurde heute eingeliefert. Sie heißen? Kleinen Moment bitte. Elbkrankenhaus Hamburg, Sie sprechen mit Frauke Prinz. Was kann ich für Sie tun? Ja, da sind Sie richtig. Warten Sie. Er stand ein paar Mal vor dem Gemeindehaus. Aufdringlicher Kerl, ungefähr Ende 20. Er hat Malte regelrecht gestalkt. Warum sagen Sie uns das jetzt erst? Er ist mir eben jetzt erst wieder eingefallen, weil ich gedacht habe, ich hätte ihn gerade in den Aufzug steigen sehen. Ist ja auch schon eine Zeit lang her. Kennen Sie seinen Namen? Nein. Offenbar jemand, den Malte von der Arbeit kennt. Krankengymnast, glaube ich. Was wollte der von ihm? Seine Freundschaft. Er hat ihm nach dem Gottesdienst aufgelauert, andauernd angerufen. Sie sind eine christliche Freikirche, richtig? Die Christliche Heilgemeinde, ja. Dr. Beller ist dort das Oberhaupt. Ich bevorzuge den Begriff geistlicher Führer. Die Familie Hinrichs ist schon lange Teil unserer Gemeinde. Und seit Vater Hinrichs heimberufen worden ist, habe ich ein Auge auf die Jungs. Sie wissen ja, wie wichtig eine väterliche Begleitung für das Leben junger Männer ist. Eine Frage. Sie sind Herr Hinrichs Therapeut, Arzt, Seelsorger, väterlicher Freund. Ist das nicht ein bisschen viel? Es ist meine Lebensaufgabe, für andere Menschen da zu sein. Können Sie den Stalker beschreiben? Selbstverständlich. Ein junger Mann, Ende 20, schlank, sportlich, braune Haare, 3-Tage-Bart, ein Ohrring hat er. So einer war vorhin hier und hat nach Malte Hinrichs gefragt. Hat rumgestammelt, dass er ihn sehen will, aber nicht gesagt, wer er ist. Und dann ist er abgehauen. Wir müssen auch noch mal mit Malte Hinrichs sprechen. Kommen Sie jetzt auf den. Ihr Therapeut hat ihn erwähnt, Dr. Beller. Der Mann war vorhin hier im Krankenhaus, hat nach ihm gefragt. Wie heißt er? Tim. Nachname? Habe ich vergessen. Das ist ein Kollege. Physiotherapeut. Ja. Ich kenne ihn von der Arbeit. Was wollte der von Ihnen? Fand mich nett. Ich hab das angerufen, wollte sich mit mir treffen, wollte mich kennenlernen, aber ich fand ihn immer komisch. Stand vor meiner Tür und als ich mit einer Anzeige gedroht habe, war Schluss. Und jetzt haben Sie nichts mehr von ihm gehört? Nein. Herr, wir bitten dich für unseren Bruder Malte Hinrichs, über den du schon mehrmals deine schützende Hand gehalten hast. Wir bitten für seine Gesundheit. Ja, wir hören uns.
führe ihn weiter auf dem rechten Weg. Für dich. Danke. Die Schwester sagt, ich darf nicht bleiben. Lasst uns für Malte beten, liebe Brüder und Schwestern. Ihr wisst, er hatte es nicht immer einfach, den Weg in unsere Gemeinschaft zu finden. Aber für uns, die wir ihn lieben, lohnt sich das Vertrauen ins Gebet. Und deshalb sagen wir mit Lukas Kapitel 15, du aber sei fröhlich und guten Mutes, denn dieser, der dein Bruder ist, war tot und ist wieder lebendig geworden. Wann kommst du nach Hause? Bald. Er war verloren und wurde wieder gefunden. Gelobt sei Gott, der Herr. Amen. Die Medikamentenreste, die wir auf der Küchenablage gefunden haben, enthalten laut der KTU den Wirkstoff Doxepin. Das Schlafmittel der Mutter. Ja, und in Kombi mit Hinrichs Antidepressivum kam es zur Vergiftung. Der Täter kannte sich anscheinend mit diesen Medikamenten aus. Und er oder sie wusste, wo das Schlafmittel der Mutter lag. Habt ihr schon was zu unserem Stalker, Vorname Tim? Ja. Wolle hat mit dem Leiter der Demenz-WG telefoniert, in der Malte Hinrichs arbeitet. Und? Tschüss. Er hat den Namen des Physiotherapeuten ermittelt. Tim Weber heißt der Typ. Geboren in Köln. Ist nach Hamburg und hat hier seine Ausbildung gemacht. Kommt aus Köln. Kann ich mal sehen? Neuigkeiten zu Tim Weber. Der ist auf einigen Social-Media-Seiten unterwegs. Guckt euch bitte mal diese Fotos an. Er ist schwul und macht keinen Hehl daraus. Deswegen hat er ihm nachgestellt. Er ist verliebt. In einem bibeltreuen Christen. Ja, wo die Liebe hinfällt. Tja, und jetzt guckt euch bitte mal das Foto hier an. Also, wenn ihr mich fragt, dann ist das Malte Hinrichs? Hey. Hey. Aber das würde ja bedeuten, dass ja, dass die beiden sich ziemlich gut kennen. Was ist mit seiner Verlobten? Malte Hinrichs lügt. Krasses Doppelleben, würde ich sagen. Sexuelle Belästigung. Ich dachte, du magst es. Tim. Köln. Er hat gesagt, er will nach Köln. Wo Tim Webers Familie lebt. Die Reisetasche mit all seinen Sachen. Die wollten abbauen. Was denn passiert? Kreislauf. Vergiftung. Hast du was Falsches gegessen, oder? Ich will jetzt nicht drüber sprechen, okay? Kannst du reisen? Tim, ich bin mit dem Auto hier, wir können sofort los. Stopp mal, Tim. Ich will das nicht mehr. Sorry. Sorry? Was laberst denn du? Ich habe uns beiden was vorgemacht, die ganze Zeit. Ich gehöre zu meiner Familie, zur Gemeinde. Haben Sie die schon alle besucht, ja? Laura und ich werden heiraten, Tim. Hat er dir das wieder eingeflüstert? Das war ein Zeichen. Das ist doch Bullshit. Die wollen nur verhindern, dass du abhaust. Kapierst du das nicht? Und noch dazu mit einer atheistischen Schwuchtel. Psst. Mann, Malte, wir planen das seit Wochen. Meine Eltern freuen sich auf dich. Die haben sogar ein Zimmer für uns freigemacht. Du kannst doch jetzt nicht so kurz vorm Ziel einen Rückzieher machen. Es tut mir leid, dass ich dir falsche Hoffnungen gemacht habe, okay? Alter, tu mir das nicht an. Ich gebe dir 24 Stunden, dann reise ich alleine ab. Überleg's dir.
Der Freund müsste noch bei Malte Hinrichs im Zimmer sein. Ah, da ist er. Herr Weber? Muss er in die frische Luft. Wir haben ein paar Fragen an Sie. Wo waren Sie heute früh zwischen 7 und 9 Uhr? Ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Beantworten Sie doch bitte einfach die Frage. Ich habe die Wohnung geputzt, den Wagen gepackt und dann den Schlüssel unter der Tür meiner Nachbarin durchgeschoben. Zeugen? Ja, die WG-Katze. Außerdem habe ich keinen Grund, Malte irgendwas anzutun. Malte ist mein Freund. Ich war lieber auf den ersten Blick. Wir haben uns angeguckt und dann war alles klar. Ich hatte ständig solche Angst. Niemand durfte von uns wissen. Jetzt hat er wieder Schluss gemacht. Wovor fürchtet er sich denn? Es ist ein ständiges Hin und Her mit ihm. Manchmal geht's ihm super gut und dann geht's ihm wieder sauschlecht. Er faselt irgendwas von Sünde und dass wir uns nicht mehr sehen dürfen. Und dann will er sie doch wiedersehen? Das zerreißt ihn. Er will weg mit mir, aber er kann nicht weg von ihm. Von seiner Familie? Dieser Gemeinde, ja. Macht eine Konversionstherapie bei diesem Priester. Dr. Beller? Diese Schwulenheilung. Ich dachte, das ist verboten. Die Kasse zahlt immerhin nicht mehr. Aber bei Selbstzahlern kann man da nicht viel machen. Schließlich jedem sich selber überlassen, ob er sich einer Gehirnwäsche unterzieht oder nicht. Solange er volljährig ist. Und Ihr Freund, der will sich heilen lassen? Für teuer Geld. Seine Mutter drängt ihn dazu. Diese Gemeinde. Ich bin schon länger in Therapie. Weil ich mich in Männer verliebe. Wer hat Ihnen eingeredet, dass sich zu verlieben eine Krankheit ist? Sie sind ein junger Mann, der Männer liebt. Wo ist das Problem? Wovor haben Sie Angst, Herr Hinrichs? Vor der Strafe Gottes? Dass ich alle enttäusche. Vor allem meine Mutter. Außerdem ist es auch gegen meinen Glauben und gegen Gott. Es gibt schwul-lesbische Kirchengemeinden, Christen, die davon überzeugt sind, dass Gott sie so liebt, wie er sie geschaffen hat. Es ist aber nicht der wahre Glaube. Ist das wirklich Ihre Meinung oder sagt es Dr. Beller? Alle sagen das. Aber heute doch nicht mehr. Was passiert denn genau in der Therapie? Das wollen Sie überhaupt gar nicht wissen. Doch. Nein. Das interessiert uns wirklich sehr. Albtraum, in dem man einfach nur sterben will vor Wut und Scham über sich selbst, weil man damit nicht aufhören kann. Nicht damit aufhören. Zu lieben. Warum sollten Sie? Sie wissen überhaupt gar nicht, wie das ist, wenn alle denken, dass man krank oder verrückt ist. Sind Sie der Einzige, der diese Therapie macht? Nein. Es sind viele. Die meisten werden von ihren Familien geschickt. Es ist eine Koryphäe. Hören Sie, Ihnen ist etwas sehr Schlimmes angetan worden. Sie sind traumatisiert. Nehmen Sie Hilfe an. Wenn die weiter an Malte rumschrauben, dann bricht er zusammen. Das hält er nicht aus. Bringt er sich um. Er wollte mit Ihnen nach Köln? Ja. Und auf einmal ist er hier, vergiftet. Wir haben heute Morgen noch telefoniert. Ich wollte nur sicher gehen, dass er keinen Rückzieher macht nach all den Wochen in Angst. Und so vorsichtig. Jetzt haben Sie doch irgendwas rausgefunden. Gibt es irgendwelche Hinweise darauf? Ich bekomme seit einigen Wochen Hass-E-Mails. Ich habe ihm extra nichts davon gesagt, um ihn nicht zu beunruhigen. Was steht denn da so drin? Dass ich eine kranke, schwule Sau bin und zur Hölle fahren soll. Sie sollten das anzeigen. Das ist Hasskriminalität. Oh ja, das werde ich. Aber viel lieber würde ich diesen Idioten mal so richtig in ihre Ärsche treten. Diese Therapien kommen aus den USA. Da gibt es richtige Umerziehungslager. Das habe ich mal gelesen. Das ist ein Riesengeschäft. Ja, für viele endet es tödlich. Und die Selbstmordrate ist enorm. Und was machen die in solchen Therapien? Schandrituale, Teufelsaustreibungen. Vielleicht steckt Bella hinter der Vergiftung.
Ja, aber wie kommt der an seinen Morgenkaffee ran? Ja, und so ein Möchtegern-Heiliger macht sich nicht unbedingt selber die Hände schmutzig, oder? Ich glaube ja nicht, dass das ein geplanter Mordanschlag war. Irgendjemand wollte verhindern, dass Malte durchbrennt und kannte sich mit den Wechselwirkungen nicht aus. Seine Verlobte, Laura Schulz. Die hätte blöd dagestanden. Die Mutter steht auch blöd da, wenn ihr Sohn mit einem anderen Kerl abhaut. Nur, dass Laura Schulz ihre Schwiegermutter schon um 7:30 abgeholt hat und 8:00 in der Kirchengemeinde war. Sagt die Kirchengemeinde. Was, wenn die beiden Frauen noch mal zurückgekommen sind, weil die Mutter was vergessen hat? Und Laura Schulz hört das Telefonat ihres Verlobten mit Tim. Und die streuseln das Schlafmittel ihrer Schwiegermutter in den Kaffee von Malte. Wir werden das Alibi der Frauen einfach noch mal überprüfen. Hm? Wie steht's denn eigentlich mit dem kleinen Bruder? Der Sportlehrer, bei dem er die ersten beiden Stunden haben sollte, ruft zurück. Ich bleib da dran. Lass Malte endlich gehen. Gehen Sie da weg. Und vor allem, hör auf, uns mit der Hölle zu drohen. Malte gehört zu mir. Wir werden zusammenbleiben und heiraten. Und du machst dir was vor, checkst du es nicht? Sie sind krank. Ich weiß, es tut weh, wenn man jemanden liebt, der einen nicht begehrt. Aber es ist nun mal die Wahrheit. Wenn Sie uns nicht endlich in Ruhe lassen, dann... Was? Wo ist die Sittenpolizei? Mann, Malte mag dich. Aber das ist eine Freundschaft, keine echte Liebe. Was wissen denn Leute wie Sie über echte Liebe? Sie sind ein Perverser. Nein, bin ich nicht. Wenn wir uns küssen, ist das echte Leidenschaft. Was hast du niemals mit ihm haben darfst? Frau Schulz, schönes Kleid. Danke. Fahren Sie einen blauen Corsa, Baujahr 2013? Hier habe ich ihn geparkt. Muss geklaut worden sein. Wir müssen Sie bitten, mit uns zu kommen. Wieso? Wegen des dringenden Verdachts auf versuchten Totschlag. Herr Hinrichs, es hat einen Unfall gegeben. Wer? Unsere Kollegen haben ihren Wagen gefunden. Nicht weit von der Gemeinde. Schlecht versteckt an der Zufahrt zu einem Waldgrundstück. Verbeulte Motorhaube, Riss in der Windschutzscheibe, Frontscheinwerfer und Blinker beschädigt. Spuren ohne Ende. Ist das Ihre Vorstellung von christlicher Nächstenliebe? Sie fahren Menschen über den Haufen und sitzen hier rum und schweigen. Er hat das mit mir gemacht. Wen genau meinen Sie? Diesen Tim Weber. Es ist seine Schuld. Er hat etliche Knochenbrüche und innere Verletzungen. Er wird gerade notoperiert. Der wird wieder gesund. Der Teufel fällt immer auf die Füße. Diese Hassbotschaften, die Tim Weber erhält, sind die von Ihnen? Was mit dem Schlafmittel? Haben Sie Ihren Verlobten vergiftet, damit er nicht wegläuft? Ich würde Malte niemals wehtun. Niemals. Wir sind seit der 9. Klasse zusammen. Wir werden heiraten. Sind Sie verheiratet? Der schönste Tag im Leben einer Frau. Okay, danke dir für die Info. Wie geht's dem Weber? Hat die OP gut überstanden. Dauert aber, bis er wieder auf den Beinen ist. Und, hat Laura Schulz gestanden? Das Attentat auf Weber ja, aber nicht die Vergiftung auf ihren Verlobten. Egal, was ich wollen, Berger. Glaubst du, sie steckt auch hinter der Vergiftung?
Der eigentliche Täter ist doch Dr. Bella. Diese Schwulenheilung, das ist keine Therapie, das ist Folter. Bella müssen wir dran kriegen. Das Mie meint, dass Malte Hinrichs uns sprechen will. Vielleicht sieht er das mittlerweile genauso. Ja, danke. Nach dem Schock? Ich hatte gerade den Sportlehrer vom kleinen Hinrichs am Apparat. Lars hat seine Schuhe vergessen, ist noch mal nach Hause gegangen. Sein Alibi ist geplatzt. Ich weiß, das mit den Tabletten war ein Unfall. Wir müssen mit ihm sprechen. Es geht nicht, er ist weg. Wie, er ist weg? Abgehauen. Ich habe ihm erzählt, was Laura gemacht hat und dass dieser Tim in der Klinik aufgetaucht ist. Er ist einfach weggerannt. Wolle? Ja, der kleine Hinrichs wird vermisst. Genau, Personenfahndung. Gesucht wird Lars Hinrichs, 15 Jahre alt, 1,75 groß, schlank. Er hat braunes, kurzes Haar, braune Augen. Er trägt vermutlich einen weinroten Pullover und schwarz-blaue Jeans. Er ist wahrscheinlich nicht bewaffnet, aber möglicherweise sehr verzweifelt. Wir werden dich vermissen. Pass auf dich auf, ja? Ich auch. Danke. Ich bin gleich wieder da. Hinrichs, Sie wollten mich sprechen. Ich will Anzeige erstatten. Wegen Dr. Bella. Wegen der Konversionstherapie. Und jemand muss was dagegen machen. Das ist sehr mutig von Ihnen. Soll ich dann einfach zu Ihnen auf die Wache kommen, oder wie läuft das ab? Sie müssen eine Aussage machen. Wir brauchen Sie als Zeugen, wenn wir Dr. Bella belangen wollen. Und ja, es könnte sehr, sehr anstrengend für Sie werden. Die ganzen privaten Informationen zu teilen. Ich werde mich outen müssen. Ist schon klar. Hat Dr. Bella Audio- oder Videoaufnahmen gemacht von dem, was bei den Exorzismen passiert ist? Ich denke schon. Wir werden Sie nach Kräften unterstützen. Sagen Sie, hat Ihr Bruder sich bei Ihnen gemeldet? Wieso? Er ist weggelaufen. Was? Ich habe ein paar Mal versucht, dich anzurufen. Ich weiß. War viel los heute. Eva, ich weiß, was du sagen willst. Aber ich weiß nicht, ob ich es hören will. Ja. Ich dachte wirklich, wir schaffen das. Ich gehöre hierher. Ich bin ein Hamburger Jung. Ich will hier nicht weg. Ich wünsche dir, dass du glücklich wirst. Na los.
Alle suchen nach dir. Ich war das. Ich war das mit dem Schlafen. Ich wollte doch nur, dass du bleibst. Komm her. Ich verzeih dir, kleiner Bruder. Bitte geh nicht weg. Geh nicht weg. Mach nicht alles kaputt. Mama packt das nicht. Lass, ich muss gehen. Ich muss. Ich weiß, du kannst es vielleicht nicht verstehen, aber irgendwann wirst du. Dann kommst du mich besuchen, versprochen? Versprochen? Alles gut. Herr Dr. Bella, wir würden uns gerne mal bei Ihnen umsehen. Schon hart, wenn man sich gegen seine eigene Familie entscheiden muss, um nicht selbst vor die Hunde zu gehen. Manchmal sind aber Wahlfamilien cooler als die eigene. Ne, Kollege? Ey, Moment mal ganz kurz. Ihr kommt? Bende Weißeln ist der perfekte Ausgleich nach so einer Schicht. Ihr seid die Besten. Wir hätten keinen Ersatz für den Dienstplan, wenn du vor Erschöpfung von der Leiter fällst. Gibt's ein Bier? Klar, ist kaltgestellt. Und auch Pizza gibt's. Sehr gut.